Yo, willkommen allerseits zu einer weiteren schnellen Runde, der Rubrik, in der ich immer mal wieder ein zufällig ausgewähltes Spiel ein bisschen zocke. Diesmal sind wir wieder auf dem 3DS unterwegs mit Yo-Kai Watch 2, geistige Geister der dritten Version des zweiten Yo-Kai Watch Spiels. Ähnlich wie bei Pokémon hat man diese Games ja auch immer in mehreren Versionen gemacht und Leute haben sowieso immer diverse Parallelen zu den beiden Serien gezogen, obwohl sie eigentlich doch relativ verschieden sind, abgesehen von der Grundidee. Doch darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Ich wollte sowieso mal in absehbarer Zeit einen Livestream zum ersten Yo-Kai Watch Spiel machen. Ich habe gerade doch einiges an Spaß mit der Serie, bin jetzt dabei für mich den zweiten Teil nach und nach durchzuspielen und es steht da gerade ein Event an im Spiel. Eine Sidequest, auf die ich mich sehr gefreut habe und die ich jetzt mal hier angehen werde. So, wir sind hier am Waldberg. Ich werde jetzt auch gar nicht großartig auf die eigentlichen Geschehnisse eingehen. Mein eigentliches Ziel ist, finde Meister Nyada. Doch das ist gerade relativ uninteressant für uns. Ich habe hier meinen Begleit-Yokai Jibanyan und wir sind eben hier, um eine Sidequest zu erledigen bei diesem netten Herren. Da gibt es nämlich ein ganz bestimmtes Cameo von einem anderen Charakter im zweiten Teil und sogar am dritten Teil von Yo-Kai Watch. Und das möchte ich mir mal hier genauer anschauen. Hey, oh Kindchen, du bist hier, um einen Talisman zu kaufen, nicht wahr? Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber heutzutage ist dies kein Ort für Kinder. Wirklich? Warum denn? Seit kurzem winden um den Schrein herum. Es verschwinden immer wieder Leute um den Schrein herum. Schluck! Und auch nicht von allein. Sie kommen hierher, um zu entspannen und bumm, weg. Echt verdächtig, oder? Und eine echte Schande, dass niemand etwas unternimmt. Diese Welt, Leute, die einfach so verschwinden? Das ist ja gruseliger, als ich es bin. Oh ja, Whisper, und du bist schon eine ganz eigene Liga, was gruselig angeht. Aber nicht wegen deinem Design an sich. Du hast ganz andere Qualitäten. Warte, du denkst doch nicht. Darauf kannst du wetten. Das muss das Werk eines Yokai sein. Genau, denn immer wenn irgendwas in der Welt von Yokai Watch nicht richtig scheint, dann hat ein Yokai seine Finger im Spiel. Du hast völlig recht, Nagi. Los geht's. Finden wir heraus, wer die Leute vom Schrein verschwinden lässt. Leute verschwinden vom Schrein am Waldberg, das muss ein Yokai sein. Und es liegt genau an uns, das Problem aus der Welt zu schaffen. Egal, welcher monströse Yokai dahinter steckt, er kommt damit nicht davon. Wir brauchen eine heiße Spur. Na los, frag den alten Mann nach mehr Details. Guter Plan. Die Leute, die verschwanden, wissen sie, wo sie zuletzt gesehen wurden? Klar weiß ich das. Hast du die Treppe auf dem Weg hierher gesehen? Es war dort. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist die ganze Sache schon komisch. Jeder, der verschwand, kam nach einer Weile wieder. Grinsend, als würden irgendwo Gratiskätzchen verteilt werden. Oh ja, ich nehme auch ein Gratiskätzchen, obwohl ich schon mehr oder weniger eins hinter mir habe. Egal. Keiner von ihnen konnte sich jedoch erinnern, wo sie gewesen sind. Äußerst mysteriös. Das ist echt komisch. Vielleicht nimmt der Schutzengel vom Schrein sie auf eine Spritztour mit? Schutzengel? Nicht ein schlimmer Yokai? Oder ein schelmischer Yokai? Ach, wenn er nur schelmisch ist. Halb so wild. Und ich dachte schon, ich hätte für uns ein Problem zum Lösen gefunden. Whisper, du bist ernsthaft enttäuscht deswegen? Ich? Nein, wie kommst du denn darauf? Hey, es kann immer noch ein Yokai sein. Wir wissen es erst hinterher. Ja, das ist die richtige Einstellung. Falls es ein Yokai war, vermute ich, dass er sich noch hier herumtreibt. Lass uns in der Gegend der Treppe suchen. Verstanden. So. Weg beseelt. Oder wegbeseelt. Doch, das trifft es eher. Warum sollte ein Weg beseelt sein? Einfach so, aus dem Nichts. Oh, Kätzchen, hallo. Kommst du runter? Nein. Wir haben leider auch keine Zeit, hier die schöne Atmosphäre um den Schrein herum zu genießen. Schließlich haben wir ein Mysterium, das es aufzudecken gilt. Und meine Yokai Watch zeigt mir an, dass sich dort etwas verbirgt. Und tatsächlich, es ist der Yokai Portalex. Einer der besten Yokai in der ganzen Serie, würde ich sagen, alleine weil er einen von Ort zu Ort einfach so teleportieren kann und man sich dabei einiges an Lauferei spart. Aber du hast wohl deine Finger mit in der ganzen Sache drin, mein Lieber. Ha!
Ich wusste es. Du bist derjenige, der die Leute verschwinden lässt, oder? Ich wäre mir da nicht so sicher. Hm? Das ist ja nur Portalex. Falscher Alarm. Tut mir leid. Für wen hast du mich denn gehalten? Niemand Spezielles, aber weißt du, hier geschehen zurzeit seltsame Dinge. Hey, warte mal kurz. Oh, hast du das Rätsel gelöst? Vielleicht, überleg doch mal. Portalex kann Leute teleportieren, richtig? Geister noch eins, du hast recht. Ach, Geister noch eins, du hast recht. Natürlich kann ich das. Soll ich euch auch teleportieren? Los geht's. Oh, und wo kommen wir jetzt hin? Ah! Warte, was auch immer hier gerade geschieht, passiert gegen meinen Willen. Und wir werden verschleppt oder teleportiert auf... Ha, die Tageszeit hat sich geändert. Scheint, als seien wir diesmal diejenigen, die verschwunden sind. Ja, darauf war ich nicht vorbereitet. Dafür wissen wir jetzt, was es mit dem dubiosen Verschwinden auf sich hat. Das ist Portalex Schuld. Meine Schuld? Nein, nein, ich habe sie nur auf Wunsch hierher gebracht. Hä? Meinst du, dass du nur Handlanger eines geheimen Drahtziehers bist? Warte mal kurz. Sind wir nicht noch immer am gleichen Ort? Huch, aber... Nur das Licht ist plötzlich anders. Das ist komisch, oder? Oh, diese Dekoration. Es ist ein Festival im Freien. Gut beobachtet, Nagi. Das hier ist gar nicht der Schrein am Waldberg. Ich wette, wir sind im Lager der wahren Übeltäter. Lass sie uns suchen. In Ordnung, dann mal los. Viel Spaß beim Festival. Es sieht aber nicht so aus, als würde hier etwas Dubioses vor sich gehen. Es ist einfach nur ein traditionelles japanisches Sommerfest am Abend. Ich sehe da jetzt gerade auf Anhieb nichts Schlimmes. Sieh dir all diese süßen Goldfische an. Du solltest versuchen, einen zu fangen. Hm? Du hast keine Zeit zum Angeln? Ja, ich bin leider in Eile. Ich habe ein Mysterium, das aufgeklärt werden möchte. Und man kann sogar hier an einigen Ständen einkaufen. Das habe ich mir sagen lassen. Ich musste mich natürlich so ein bisschen auf diese Sidequest vorbereiten, damit ich genau weiß, wie ich an den Yokai rankomme, den ich hier fangen möchte. Leckere Tintenfisch-Snacks. Probieren Sie, solange noch welche da sind. Du solltest sie unbedingt probieren. Ich würde, aber an diesem Stand kann ich leider nichts kaufen. Von den aromatischen Düften hier kann ich nie genug kriegen. Oh ja, und ich alleine von dieser Stimmung hier, das ist doch wirklich sehr angenehm. Oh, hier können wir kaufen. Bäckerei Batch auf dem Sommerfest. Frisch gebackenes im Angebot. Nee, danke, jetzt gerade will ich mir nicht die Taschen mit Brot vollstopfen, sondern ich will schauen, was es hier mit dem Sommerfest auf sich hat. Wir folgen einfach mal dem netten Herrn und müssen jetzt leider der netten Dame hier Platz machen. Hallo? Wow, so viele Läden zur Auswahl. Welchen nehme ich denn nur? Aber wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich ja einfach in allen einkaufen. Naja, wenn das dein Budget erlaubt. Meinst du natürlich nicht, ich bin ein kleiner Bub und krieg kaum Taschengeld. Ah, ein starker Yokai ist in der Nähe. Sowas habe ich noch nie gespürt. Es ist nicht Portalex. So viel kann ich mit Sicherheit sagen. Es kann nur der Drahtzieher sein, der die Leute entführt. Ich bin mir sicher. Lass mich die Gegend mit der Yokai Watch absuchen. Ja, ja, Geduld, Geduld. Wir sind ja gerade erst hier angekommen und ja, da schlägt meine Yokai Watch schon aus. Wie sehe ich aus? Meine Mama hat mir den Kimono angezogen. Und was meint dein Begleiter dazu? Hast du schon die Fleischspießchen probiert? Die sind sowas von gut. Aber was mache ich mit dem Spieß, wenn ich fertig bin? Erstmal in die Tasche? Solche Sorgen möchte man noch haben, nicht wahr? Aber dieses Signal kommt genau aus der Gegend hier, genau vorm Schrein. Welcher geheimnisvolle Yokai könnte das sein? Es ist nicht mal ein normaler Yokai, es ist Donchan! Und oh weh, ich hoffe, ihr kennt Donchan. Donchan aus der Taiko no Tatsujin-Serie, eine Reihe an japanischen Rhythmus-Games, habe ich auch mal das... Ja, habe ich schon hier und da mal auf dem Channel gezeigt. Ich mag die Games sehr gerne und allein zu erfahren, dass der einen kleinen Gastauftritt hier hat, hat mich sehr gefreut. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hat es hier mit deinem Auftritt auf sich? Das haut rein! Du hast mich gefunden!
Ich schätze, das haben wir, aber wer bist du? Ich bin Donchan! Schön, dich zu trommeln. Ich meine, zu treffen. Ein Yokai namens Donchan? Lass mich das mal kurz nachschlagen. Brauchst du nicht. Ich bin der Geist einer japanischen Festtrommel. Tag und Nacht trommelten die Leute auf mir herum. Ich habe jeden lebhaften Schlag aufgesogen und wurde letztlich zum Yokai. Das ist meine trommelhafte Lebensgeschichte. Er ist schneller als ich, rhythmisch gesehen. Du bist es also, der die Leute vom Waldberg verschwinden lässt. Oh, hör auf darauf rumzutrommeln und genieße das Fest. Aber... Zeit zum Feiern! Hau rein! Hau rein in der Tat, denn es ist Zeit für einen kleinen Kampf gegen dich. Nicht, dass ich mir jetzt die größten Sorgen machen müsste. Eigentlich könnte man diese Sidequest schon viel früher angehen, nur ich wusste nicht genau, wie man an Donchan rankommt und wann man eben diese Sidequest machen kann. Ein Yokai anzufangen, das funktioniert deutlich anders als bei Pokémon. Dort wirft man ja einfach einen Pokéball, sobald man das Pokémon geschwächt hat. Hier muss man sich ganz auf Essen verlassen. Auf dem unteren Bildschirm sehen wir jetzt mehrere, ja, Fressalien, die ich habe. Und ich habe mich zum Glück vorher ein bisschen informiert. Donchan mag ganz besonders die süße Reisknabberei. Doch auch danach ist es nicht garantiert, dass er sich mir anschließt. Ich muss jetzt auf das Beste hoffen und ihn jetzt eben noch im Kampf besiegen. Sollte aber ganz gut klappen. Wir sind ja schließlich insgesamt 6 Yokai. 3 hat man immer direkt vorne an der Front. Und in meinem Fall sind das Jibanyan, Zubazunge und Flamoreis. Sicher nicht die stärkste Truppe, die man zu diesem Zeitpunkt haben kann. Doch Jibanyan ist sowieso das Maskottchen der Serie. Flamoreis finde ich ziemlich cool. Und Zubazunge, der, ja, ich finde ihn einfach sympathisch mit seiner tollen Frisur, seiner langen Zunge und dem Waschzuber. Das ist irgendwie eine verrückte Kombination, doch ich mag es. Jetzt hoffe ich nur, dass Donchan die Reiskräcker so sehr mochte, dass er sich mir anschließen möchte. Bitte komm mit, Donchan. Bitte, 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 bitte. Nein, Donchan kommt nicht mit. Ach, oh weh mir. Ich wollte doch nichts lieber haben als Donchan und ihn dann in mein Team nehmen. Naja, gehen wir weiter auf deine bösen Machenschaften ein. Warum hast du die Leute hierher gebracht? Puh, ich bin ganz schön kaputt. Zeit, um sich auszuruhen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Bist du der Entführer all dieser Leute? Allerdings, das bin ich. Und das sage ich mit einem Lächeln auf den Lippen. Wie? Er scheint noch stolz darauf zu sein. Aber warum machst du so etwas? Was glaubst du denn? Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als Festivals. Sie sind einfach perfekt. Da ist nur dieses eine klitzekleine Problem. Sie finden nicht jeden Tag statt. Na klar, das macht ein Festival doch besonders. Sonst wäre es ja Alltag. Aber das reicht mir nicht. Ich will, dass es niemals aufhört. Also habe ich mir ein eigenes Festival geschaffen. Das klingt bei ihm so einfach. Aber obwohl es nie endete, war mein Festival allein nicht besonders spaßig. Wie eine Trommel ohne denjenigen, der sie schlägt. Also habe ich Portalex ein paar Leute schnappen lassen. Aha, langsam kommen wir der Sache auf den Grund. Mal darüber nachgedacht, dass es fies ist, Leute einfach so zu verschleppen? Nö, dafür haben wir alle zu viel Spaß. Ja, können die anderen Leute das denn bestätigen? Zugegeben, ich habe mich gerade mit ihnen unterhalten und sie scheinen Spaß zu haben, aber... Naja, was ist gemein daran, Spaß zu haben? Und wenn sie gehen, löscht Amnesimon ihr Gedächtnis. So gut wie neu. Puh. Ein weiterer Yokai, der eben das Gedächtnis von Menschen löschen kann. Ja, da habt ihr euch ja einen sehr schönen Plan ausgedacht. Siehst du, ich habe das gut durchdacht. Ich habe nichts vergessen. Keinen Takt. Ich bin mir nicht so sicher. Was meinst du, Nagi? Zugegeben, alle sind hier mit einem Lächeln auf den Lippen zurückgekehrt. Ist das also vielleicht in Ordnung, was hier passiert? Eventuell? Auf den Schlag genau richtig. Ich bin kein böser Yokai. Wo wir schon mal hier sind, wie wäre es, wenn wir das Festival genießen? Wie könnte ich dazu nein sagen? Schlagen wir uns die Bäuche voll. So gefällt mir das. Bleibt eine Weile und lasst es krachen. Ich gehe mich ausruhen. Immerhin ist morgen schon die nächste Vorstellung. Ein Festival pro Tag ist ein guter Rhythmus, finde ich. Bis bald.
Okay, die eigentliche Sidequest wäre erledigt. Und wie Don schon sagte, morgen findet eine weitere Feier statt. Und das Morgen bezieht sich wirklich auf das echte Morgen, da Yo-Kai Watch sich ja an der internen Uhr des 3DS bedient. Müssten wir dann noch ein bisschen warten und, naja, morgen hätte ich eine weitere Chance, eben diesen Yo-Kai einzufangen. Zusätzlich gibt es noch eine kleine Bonusszene. Je nachdem, wie diese Szenen aussehen, bekommt man noch für eine erledigte Sidequest ein Item obendrauf. In dem Fall eine mittlere Klugel, die einem beliebigen Yokai in meiner Truppe ein bisschen extra Erfahrungspunkte geben würde. Hab genug vom Feiern für heute. Bin zu erschlagen, um mich zu bewegen. Ja, du bist mehr einer, Donchan. Wer hätte gedacht, dass ein so niedliches Maskottchen, das für spaßige Rhythmusspiele steht, dazu imstande ist, Leute zu entführen, aber naja, wir wollen mal so tun, als hättest du dabei noble Gedanken gehabt. Und das soll dann auch der Eindruck von dieser kleinen Sidequest gewesen sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, ich möchte mal gerne in absehbarer Zeit einen Livestream zum ersten Yo-Kai Watch machen. Schaut doch mal gerne vorbei. Ich finde es allgemein schade, dass die Spiele ja als Pokémon-Abklatsch bezeichnet werden. Dabei bieten sie sehr viele eigene Ideen und haben halt nur ein paar Parallelen zu Pokémon, genau wie Mario Parallelen zu Sonic hat oder Final Fantasy Parallelen zu Dragon Quest. Ist halt alles noch im Bereich der Richtigkeit, würde ich so sagen. Nun dann, Jibanyan, wir beide genießen noch ein bisschen die Stimmung hier und wir sehen uns hoffentlich bei einer weiteren schnellen Runde zu einem ganz spontanen Spiel wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!